herzlich willkommen hier zum 10. Part von The Forest, ja, den Survival Horror Game. Ja, letzte Folge haben wir mal ein bisschen hier die Welt erkundet, aber es artet immer wieder darauf aus, dass wir hier in der Höhle landen, weil sie uns angreifen. Ja, heute habe ich mir überlegt, wir bauen uns mal unsere Festung hier weiter aus. Ja, ich nenne es mal Festung, aber es ist ja eigentlich nur ein kleines Waldhäuschen. Ja, dafür gehen wir mal in unsere Survival Büchlein und gucken mal, was wir so Schönes haben hier an Zwischenwänden. Ja, was nehmen wir denn jetzt von den Beeten? Nehmen wir gleich die richtigen. Joa, werden wir mal sehen, ob wir hier irgendwas zusammenzimmern können. Na, das gefällt mir noch nicht. Ah! So war das nicht geplant. Ja. So, nochmal. Nochmal. So, nee. So könnte es passen. Ja. Bauen wir uns erstmal so die Wände, so wie wir sie haben wollen, würde ich sagen. Ja, so groß möchte ich ja gleich gar nicht haben. Vielleicht können wir das noch ein bisschen drehen. Ja. Ja, so sieht es doch ganz gut aus. Machen wir das gleich so. Ja, dass wir uns eine Hütte hier bauen, wenn es wieder zu einem Angriff nachts kommen sollte, könnten wir uns noch, wie sagt man dazu, festsetzen. So, würde ich sagen, reicht das erstmal. Bauen wir uns erstmal diese Stämme hier aus. Ja, müssen wir wieder Holz sammeln. Haben wir bald den ganzen Wald hier abgeholzt. Wo ich ein bisschen schade finde, dass man den, dass der Wald nicht automatisch ein bisschen nachwächst. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal in den nächsten Updates. Hoffe ich zumindest. Oder dann in den Hauptspiel. Wir werden es sehen. So, wir müssten theoretisch schon wieder was essen. Aber zuerst hauen wir uns mal den Baum hier zurecht. So. Ich hoffe mal, dass wir jetzt erstmal Ruhe haben. Kurze Zeit. Dass wir nicht wieder gestört werden. So, dann sammeln wir mal die Bäume zusammen. Ja, wir haben schon ganz schön abgeholzt hier, aber es nützt ja nichts. Ja, dann werden wir uns erstmal was zu essen machen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Mit E machen wir hier das Feuer an. Suchen wir uns was, nehmen wir halt. Wir nehmen mal so eine Echse hier. Hauen uns die mal auf den Grill. Ja, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wie das mal hier aussehen könnte, was wir alles ausbauen können, dann könnt ihr uns das ja im Kommentar schreiben. Dann könnte ich das danach bauen. Ihr habt freie Hand, freie Wahl. So. Ja. Essen wir mal ganz geschwind. Ja, dann werden wir uns noch ein paar Bäumchen holen. Ja, schätze mal, wenn wir hier mal irgendwann fertig sind, ist hier nicht mehr viel mit Holz. Aber wir können es ja nicht ändern. Steine haben wir ja nicht. So. Hack den Baum. Hack den Baum. Ja. Ja, zumindest finde ich es schade, dass es noch nicht so ist, dass man irgendwie Bäume pflanzen könnte oder so. Weil es sieht ja dann echt schon kahl aus. Zumindest, dass hier nicht solche Stoppel zurückbleiben.
Die erste Wand ist fertig. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt in den Haus drin ragt. Ja, gut. Das geht noch. Ist noch verkraftbar. So, wo liegt jetzt noch ein Stamm oder ist das der letzte gewesen? Ich stecke den mal gleich noch mit. So. Ja. Zumindest ist das hier sehr, sehr wehleidig, wenn man hier jeden Baum einzeln hauen muss. Und das kann sich auf mehrere Portchen ziehen, bevor man hier mal was fertiggestellt bekommt. Man hat es mit dem Haus gesehen. Nein! Guten Tag, junge Frau. Mistding. Ja. Und die Schwierigkeit dabei ist auch noch, hier seine Ruhe zu haben. Ja, werden wir gleich noch den Baum hier mit holzen. Oder gleich mal zwei, drei Bäume fällen. Dass wir zumindest erstmal im Vorrat haben. So. Nein! Finden auch keine Ruhe hier. So. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen halt. Ach, die nervt mich. Komm her. Ah. Nein! Nein! Hm. Ja, zumindest deswegen baue ich jetzt hier die sogenannte Festung, dass ich hier endlich mal Ruhe habe. Zumindest besser arbeiten kann. So. Nehmen wir uns die Baumstämme. Machen wir weiter hier. Ah. Ich höre schon wieder. Wir kriegen gleich Besuch. Ja, hauen wir uns noch. Nee, machen wir jetzt nicht mal. Dann nehmen wir jetzt die Axt in der Hand. Ja, hier oben steht er schon wieder. Ja, Panzer haben wir keinen. Verflixt. Ja, wir werden jetzt hier beobachtet. Von drei Nachbarn. Tun wir mal so, als hätten wir sie nicht gesehen. Ja, toll. Tolle Ise. Es sind nur noch die Beschissenen, die sind richtig stark. Werden wir uns mal ein bisschen verstecken hier. Und hoffen wir, dass sie einfach in der Linie gehen. Hm. Ja, sie gehen von der Linie. Gott sei Dank. Wollten wir mal sehen, wie weit ich bin. So.
fehlt uns immer noch ein Baumstamm. Dann werden wir uns den mal holen. Und zum Beispiel 2, 3. Ja, ein paar Fallen werden wir natürlich auch noch anlegen, irgendwann. Na, was ist denn jetzt? So, das sieht schon mal gut aus. Ja, leider können wir diese Hütte hier nicht abreißen und das Holz weiter benutzen. Das ist ein bisschen schade, aber man kann es ja nicht ändern, ne? So werden wir noch. Ah, fuck! Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du nervst? Ja, ich glaube, hier liegen jetzt schon mehr Leichen rum als auf jedem Friedhof. Ja, hier oben rennt sich schon wieder. Vier Holz brauchen wir noch. Werden wir noch ein paar Bäumchen fällen müssen. Ah, hier oben ist schon wieder voller Betrieb. Das ist bestimmt die Gewerkschaft. Du nervst. Ja, ist. Alter Affe, du. Komm runter. Spielt halt mit uns.